Am 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Marbacher TV. Dem habe ich mir zum Anlass genommen, um mir ein paar Statistiken anzusehen. Beginnend mit der Weltbevölkerung. Ich habe mal auf Google gesucht und bei Google wird man immer schlau. Mir wurde gesagt, dass gerade 7,2 Milliarden Menschen auf der Welt unterwegs sind. Laut WHO, der Weltgesundheitsorganisation, sind ca. 15% davon in irgendeiner Art und Weise behindert. Das heißt, es ist ungefähr 1 Milliarde Menschen, die behindert sind. Man findet auch weitere Statistiken zur Weltbevölkerung, nämlich, dass 1,4 Milliarden Chinesen sind und fast 1,3 Milliarden leben in Indien. Und wenn man ein bisschen die Weltgeschichte und die Weltgeschicke verfolgt in den Nachrichten, dann weiß man, dass die westliche Welt sehr genau darauf achtet, was China und Indien mit dieser Menschenmasse, diesen gut ausgebildeten und vor allem mit den starken Finanzmitteln, die diese Länder aufgrund deren Wirtschaftswachstum gerade haben, was die machen, das wird ganz, ganz, ganz genau beäugt. Weil die können, wenn sie sich bewegen, die Welt verändern. In den letzten paar Jahrhunderten haben das zwar andere Länder gemacht, im Speziellen ein Land. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die USA. Amerika, um genau zu sein. Amerika hat die Weltgeschicke in den letzten paar hundert Jahren sehr stark beeinflusst. Und das, obwohl es derzeit gerade mal knapp 324 Millionen sind. Also ein Viertel der Chinesen. Schon ziemlich erstaunlich, wie so eine kleine Gruppe so viel in der Welt bewegen kann. Eines, was sie bewegt haben, ist, und was aus dieser kleinen Gruppe hervorkam, ist Facebook. Facebook hat laut aktuellen Zahlen knapp 1,3 Milliarden aktive User im Monat. Das ist Wahnsinn. Damit wären sie, wenn Facebook ein Land wäre, das zweitgrößte Land der Welt. Das Spannende an Facebook ist, und da komme ich jetzt wieder auf die 15% der behinderten Menschen zurück, Facebook hat seine User verteilt über die ganze Welt. Die 15% der behinderten Menschen sind auch auf die ganze Welt verteilt. Und es sind in Summe, wie schon gesagt, 1 Milliarde. Und wer Facebook kennt und auch ein bisschen achtet darauf, was in der Wirtschaft darüber erzählt wird, dann weiß man, dass wenn Facebook irgendeine Veränderung macht, irgendeinen neuen Logarithmus einführt oder ein neues Tool bringt, dann bewegt das die Wirtschaft auf globaler Ebene. Jetzt wäre es doch interessant, gerade am 3. Dezember, wenn wir uns alle hinsetzen und ein kleines Gedankenspiel machen und uns mal vorstellen, was wir alles erreichen könnten, würden wir, die 1 Milliarde Menschen, uns zusammentun und unsere Muckis mal spielen lassen. Ich glaube, wir könnten ganz schnell ganz viel erreichen und die Welt einen viel barrierefreieren Ort machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen inspirativen, kreativen, erfolgreichen und auch lustigen Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Danke. Eine Milliarde ist eine Milliarde. Egal ob behindert oder nicht.